In Feldbach betreiben Gottfried Grossmann und seine Frau Andrea einen Erotikshop der besonderen Art. Das Stichwort Todsünde sieht der Geschäftsmann mehr aus der Marketingperspektive. Ich kann mich erinnern, wie wir das erste Geschäft eröffnet haben, 99, ne? Da standen wir gleich auf der Titelseite der neuen Zeitung, ne? Die Sünde zieht ins Land. Ne? Ja, das war eine gute Negativwerbung. Hast du goldene Kugeln auch da, Andrea? Die goldenen? Ja. Von Liebeskugeln bis zur künstlichen Vagina. Im Geschäft der Grossmanns gibt es nichts, was es nicht gibt. Vielleicht ist das ein Ausdruck, dass wir heute overworked and underfucked sind. Wir sind überarbeitet und sexuell unterversorgt. Und dann kann sowas ein Auslass sein. Das ist ein Vibrator für Extreme. Für Extreme. Kaufen's auch. Wobei, ich muss sagen, war es nicht eher für einen Scherz oder Wirklichkeit? Das lässt sich nicht eruieren. Also das weiß ich von mir vom Kabarett, dass die Frauen den ersten Vibrator immer falsch kaufen, weil die Augen größer sind als das Feuchtgebiet. Wenn wir nicht so verdorben worden wären durch unsere religiöse Erziehung, dann wäre das einfach ein Spiel. Na, dann haben die halt diesen Vibrator. Was ist denn da dabei? Wie soll ich sagen? Bei Herren kann ich mir es schwer vorstellen, aber bei Damen, wenn man einmal ein Kind geboren hat, also da kann man sich einiges vorstellen. Neben Sexspielzeug und Hardcore-Pornos hat Gottfried Grossmann noch ganz andere Produkte im Angebot. Schließlich ist man hier auf dem Land. Der Unterschied ist schon krass, aber die Leute wollen das kaufen. Man muss den Kunden das bieten, was gefragt ist. Es gibt in der ganzen Umgebung keine Geschäfte mehr, was so religiöse Sachen haben. Wir haben auch die ganzen Hochzeitsartikel und Taufkerzen und das alles. Also Kitsch und Porno ist ganz offensichtlich nah beisammen, wie man sieht. Es ist eine, finde ich, eher kuriose Mischung, das so zu sehen. Aber offensichtlich gibt es da irgendwo auch eine innere Verbindung, weil der religiöse Kitsch ist ja auch etwas Unechtes. Das ist ja auch ein unechtes Gefühl. Kondome. Tschüss, Baba. Grüß dich. Servus. Bis Montag. Gottfried Grossmann bricht auf zu einer Sexmesse nach Wien. Dort hofft er auf gute Geschäfte. Seine Frau hütet derweil den Laden. Das Vertrauen ist da. Also wenn kein Vertrauen da wäre auf der Messe, ja, sind sicher junge Puppen um und um, was um und um tanzen. Und er ist ja nicht alleinig, er hat ja die Angestellten auch mit dabei. Ja, also da passiert nichts. Das Messekonzept ist einfach. Die Mädchen locken die Kunden und Händler wie Gottfried Grossmann bringen die Ware an den Mann oder auch an die Frau. Immer wenn Showpause ist, kommen sehr viele Leute und dann muss man auch die Augen aufhalten, weil es wird auch ohne Bezahlen gekauft. Nicht? Das ist immer schwierig, aber die Kunden muss man immer etwas so mit Ruhe mal probieren lassen und schauen, bis sie mit dem Produkt etwas vertraut sind, dann kann man vielleicht mal hingehen, fragen. Über 40 Aussteller bieten hier ihre lüsternen Waren an. Für 20 Euro Eintritt können die Besucher also nicht nur schauen, sondern auch einkaufen. Also dort, man geht zur Erotikmesse. Da geht man also mit Kindern nicht gerade, weil es nicht erlaubt ist, aber man geht als Familie hin. Ja, das ist schon so ein Ereignis, es ist so neutral. Es hat im Grunde nichts zu tun mit Erotik. Ja, man hofft, dass wenn man dieses Zeugs mitnimmt, dass man dann daheim Erotik hat, was oft nicht klappt, was ich so mitkriege aus meinem Job. So, 60, 80, mach 90 bitte. Eine Illusion, an der Gottfried Grossmann gut verdient. So, danke schön. Ja, die Geschäfte laufen nicht so schlecht, aber wenn es so weitergeht, dann könnte es ein gutes Wochenende werden. Ja. 10.000 wär immer so ganz schön, aber knapp, wenn es so weitergeht, kommt man knapp hin. Ja. Aber vielleicht drüber, das sieht man dann ganz genau am Sonntag um 22 Uhr, wissen wir es ganz genau. Wir sind ganz eindeutig eine Konsumgesellschaft geworden. Eine, die sich darauf konditioniert hat, sich ein Wohlbefinden sehr stark auch über konsumierbare Dinge zu schaffen. Und insofern ist natürlich auch Sexualität etwas, was durch Konsum ja natürlich auch zu bekommen ist. Eintritt auf der Messe ist ab 18 Jahren. Auch Studenten und Schüler sehen sich neugierig um, was der Markt so bietet.
Was ist das genau? Das ist eine Vibrationszeit mit Funkfernbedienung. Funkfernbedienung? Das kannst du in der Schule benutzen. Echt leider. Heutzutage soll jeder das in allen Variationen ausleben dürfen, solange niemandem schadet damit, wen stört's. Also ich glaube, als Todsünde das zu bezeichnen, ist weit übertrieben. Da haben wir mit der katholischen Kirche keine gemeinsamen Schnittpunkte mehr. Du kannst ja einen Mann nicht mit einer Frau vergleichen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Darum sage ich immer zu den Damen, gehen Sie nicht von Ihrer Seite aus. Frauen sind immer mit dem Herz dabei, auch wenn sie Seitensprünge machen. Bei einem Mann ist es zu 80% die erotische Neugierde. Mit eben dieser männlichen Neugierde verdient Erotikmodell Mina Reiter ihr Geld. In Wien-Floridsdorf bereitet sie sich auf ihren Auftritt auf der Sexmesse vor. Der Veranstalter hat sie für eine Dildo-Show gebucht. Als Verführerin, ich glaube, ich bringe das eigentlich ganz gut hin. Zumindest wird mir das oft gesagt. Mir macht Spaß, sonst würde ich es ja nicht machen. Ne? Also es ist ja, mich zwingt keiner dazu. Ich könnte genauso mich jetzt irgendwo in einen Laden reinsetzen zur Kasse und einen Artikel nach dem anderen drüber ziehen, aber das ist halt nicht dasselbe, als wenn man auf der Bühne steht, nackig ist, sich verbeugt und das ganze Publikum jubelt einem zu. Also das ist viel, viel mehr wert und wie soll man sagen, der Applaus ist die Gage des Künstlers sozusagen. Und das ist wirklich so. Die Gefahr ist, dass man sich so sehr über die eigentliche Körperlichkeit definiert, dass man dann extreme Schwierigkeiten hat mit dem Altern. Und dass man eben auch seine Weiblichkeit definiert als nur eben die weiblichen Attribute, die man hat. Und die psychische Weiblichkeit die dann zu wenig entdeckt. Mina tritt mit ihrem Freund in Live-Sex-Shows auf. Darf ich kurz? Seit 2 Jahren sind die beiden ein Paar. Mina ist eigentlich ausgebildete Friseurin, doch jetzt arbeitet die 25-Jährige nur noch im Erotikbereich. Thema Wollust. Lust. Wie soll ich denn da dazu stehen in meinem Beruf? Das kann ja. Wie schreibe ich das am besten? Ich lebe es aus. Ich lebe es einfach aus. Bei Wollust kommt mir immer das Bild einer gefakten Prada-Tasche. Da habe ich immer den Eindruck, das ist etwas, das schaut aus, als ob es Lust wäre, ist aber in Wirklichkeit ein Imitat, ein billiges Imitat von dem, was man möchte. Auch Minas Freund Viktor weiß, was Mina da auf der Bühne macht, hat mit echter Lust eigentlich nicht viel zu tun. Die Spielregel lautet dennoch, Sex auf der Bühne nur mit Viktor oder weiblichen Modellen. Eifersucht gibt es überhaupt nicht, weil das ist einfach Arbeit. Das ist Bühnenshow, das ist alles wie reine Arbeit, ganz normal für uns. Und zwischen uns gibt es da keine Eifersüchteleien. Oder mich macht es auch nichts aus, wenn jetzt die Mina oben steht auf der Bühne und sich den Dildo schiebt oder irgendetwas anderes und 50 Männer stehen drunter und grölen. Ja, das turnt mich an. Das macht mich dann scharf, weil ich bin ja derjenige, der sie am Abend wieder nach Hause mitnimmt. Das kann ich unterschreiben. Also das ist sicherlich so, dass ihm das ganz gut gefallen kann. Also wenn seine Freundin von 50 Männern begehrt wird und er sie dann am Abend quasi knallen darf. Ja, die Frage ist, ob das haltet. Das Paar würde ich gerne in 20 Jahren sehen. Wenn es dann noch ein Paar ist. Mina ist Atheistin, Viktor bezeichnet sich als gläubig. Aber Todsünden? Wollust als Todsünde? Verdammt, ich komme in die Hölle. Also was soll ich da jetzt dazu sagen? Ich finde es schlimm, wie die Kirche eigentlich einschränkt. Zwecks Verhütung, ja, den Todsünden wie Wollust und. Eröffnungsshow der Sexmesse Wien-Vösendorf. Die Stars der Erotikbranche zeigen in 25 Live-Shows täglich ihr Können. Vor 4 Jahren wurde Mina in einer Diskothek angesprochen. Sie könne ihr Geld doch mit Tanzen verdienen. Auf die ersten Go-Go-Jobs folgten schnell Dildo- und Live-Sex-Shows. Wenn sie nicht auf Messen oder in Clubs auftritt, verdient sie ihr Geld mit Internet-Camsex.
Also ich habe eine Patientin, die das gemacht hat. Und die hat ein Riesenproblem, ihren Körper anzunehmen, wie er ist. Aber das hat natürlich auch, also wir arbeiten das gerade auf, auch ein bisschen damit zu tun, dass sie eben so oft begafft worden ist und dass sie sich so lang über den eigenen Körper definieren musste. Ab auf die Bühne! Hier ist Mina Reiter. Mehrere Shows hat die 25-Jährige heute schon absolviert. Sie ist das Erotiksternchen zum Anfassen und lässt sich auch gerne mit Fans fotografieren. So, ihr Lieben, wie sieht's aus? Mal einen richtigen Applaus für die Frau Reiter hier. Das ist ja genau die Strafe für die Kirche, die ich wirklich ihr gönne. Gönne, gönne. Sie wollte genau das Gegenteil. Und indem sie abgespalten hat, ein Teil des Menschseins, dieses sinnliche Fließen, hat sie das nämlich erzeugt. Losgelösten Sex von irgendeinen Emotionen, kaufbar, ohne irgendetwas, was in Verbindung ist. Weil ich denke mir, ich kann auch mit einem Fremden total in einer tollen sinnlichen Verbindung sein. Und das haben sie gekappt und das verdienen die. Für heute hat Mina ihr Pensum an Sex erreicht. Wie hält man das körperlich durch, was jetzt da in den Intimbereich betrifft? Schmieren, 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 das ist genauso wie beim Auto. Man fühlt sich erledigt, fertig. Ja, aber es war heute, glaube ich, sehr erfolgreich, so was ich vom Publikum her gesehen habe. Hat mir sehr gut gefallen. Eine Nacht habe ich jetzt Pause und morgen geht es dann schon wieder los. Als ob sie ja eben ihr Auto benutzen würde. Offenkundig ist ihr Körper sowas wie ihr Dienstfahrzeug.